Jo. Muss ich jetzt nämlich nochmal kurz was einstellen hier. Das ganze Ding hier abgestürzt ist, muss ich hier. In der Armee ist hart. Am Handy mein Dashboard nochmal reinpacken, damit ich immer mal wieder die Änderungen. Also Sachen ändern kann. Das Gute ist, jetzt kommen wir jetzt hier weiter. Da, hier ist Herr Fährmann. Hallo. Hallo, Herr Fährmann. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Ah, das ist echt einfach nur nee. Wohin fahrt ihr? Ich bringe euch von wohin fahrt ihr? Ich bringe mich nochmal. Bringt mir die Zeit, wie ihr seht. Nein! Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Ja, sorry, irgendwie mein Streaming-Programm hat eben einfach mal gedacht so, ja, ciao, ich verabschiede mich mal. Das hatte anscheinend keinen Bock mehr zu arbeiten heute. Na gut, ich muss dazu geben, dass das Ding arbeitet auch schon seit einigen Tagen durch. Also ich kann es verstehen, dass er jetzt, dass das Programm keinen Bock mehr hatte. Oh, nee. Ich sehe einfach nur jeden Tag, was die Kinder verpassen, ja. Meine Schwester geht zwar noch nicht zur Schule, aber im Kindergarten sehe ich halt auch, wir dass sehen ihr uns noch. So viel fehlt, weil sie das halt auch nicht in den Kindergarten kommt. Und ihr fehlen halt auch ihre Freundinnen und. Verrücktes Land. Ach ja. Sie hinkt da halt trotzdem damit noch hinterher und meine Mutter schafft halt auch nicht alles, das zu machen, was da überhaupt anfällt. Transportdienstleistungen, was man so sonst hört. Auch von meiner alten Klasse, da sind ja immer noch welche, die da weitermachen mit der Schule. Da hat die Hälfte überhaupt keinen Plan mehr, was da am Bache ist. Am schlimmsten sind halt so Fächer wie Mathe oder sowas, wo man halt wirklich jemanden bräuchte, der mal, ja, erklären muss. Aber es ist halt keiner da, den du mal fragen kannst. Und ja, Homeschooling stelle ich mir nicht cool vor. Ist ja auch weh, da wird auch mal weh, ja. Ja. Mathe ist für mich easy. Mathe war für mich echt Problem hoch 30. Also manche Sachen habe ich verstanden bei... Also nach linearen Gleichungen, quadratischen und linearen Gleichungen, da hat es für mich aufgehört. Danach habe ich gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Mein Kopf hat nichts mehr gerallt. Das war dann... Was ich halbwegs konnte, war Physik. Physik konnte ich. Wieso, weiß ich aber nicht. Physik war so, jo. Bringt mich auf die andere. Die Zeit, das hat Spaß gemacht, aber das war's dann auch schon. Kann's losgehen? Und ansonsten halt Fächer wie Geschichte, Deutsch und so. Das waren dann so meine Sachen. Wie oft wollt ihr noch? Aber Mathe war grauenvoll. Mathe und Englisch. Meine Hassfächer. Und Bio. Bio auch. Also ich glaube, Bio war so das einzige Fach, wo ich durchgehende 5 hatte. Außer ein einziges Mal, wo ich eine mündliche Prüfung im Bio ablegen musste, da ich weiß nicht wie. Ich habe eigentlich alles, was ich gelernt hatte, habe ich vergessen im Bio. Und ich habe auch alles falsch gesagt, was man noch falsch sagen konnte. Und ich habe trotzdem noch eine 3 gekriegt. Ich glaube, das war so Mitleidspunkte, die ich damals in der Prüfung gekriegt habe. Die haben sich einfach nur gedacht, ach komm. Nee. Wir geben hier ein paar Punkte mehr. Das passt schon. So. Jetzt. Durch diesen Stream-Ausfall habe ich so leicht den Faden verloren. Gut, Mitternacht Krankenhaus, das war noch. Das ist das hier. Symphie Yevin brauchen wir. Zu den Druiden. Also wir müssen sowieso in die Richtung. Gut, das Spiel gegen Thala hatten wir auch noch gewonnen. Es ist also alles so, wie es vorher war. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Wenn wir jetzt nochmal 1-2 Level aufsteigen, bin ich noch mehr zufrieden. So. Wo gibt es hier noch Wölfe? Also die letzten Wölfe waren hier oben. Aber ich weiß nicht, ob die da wieder aufgetaucht sind. Wir brauchen nämlich noch für den Typen hier vorne 5 Wolfspelze. Ich weiß aber beim besten wenig, wo wir hier Wölfe herkriegen sollen. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Kann auch sein, dass sie in irgendeiner Höhle lungern. Och nee, nicht ihr schon wieder. Oh, ich habe jetzt so am allerwenigsten Lust. Das ist ja mein nächster erstmal ein paar Gegner. So, jetzt. Hallo, Geralt. Könntest du bitte deine Waffe zücken? Ja, das ist doch schön. Also jetzt haben wir hier Massenansammlung. Könnte man nicht auch irgendwie... Ja, genau das wollte ich gerade fragen. Konnte man nicht einen Kill machen, womit man ihn direkt erledigen kann? Doch, das brauchen wir. Das hat meine Frage mal so komplett beantwortet. Es gab mal in Mathe eine Situation, hat uns unsere Mathelehrerin eine neue Naht beigebracht. Wann meinte sie, und das ist das Ergebnis? Nein, das ist nicht. Okay. Klingt auf jeden Fall echt cool, aber ganz ehrlich, bei Mathe, da hört mein Verständnis sowas von auf. Also, Hut ab vor dir und vor anderen, die Mathe echt verstehen, aber bei mir echt. Nee. So, ich bin froh, dass ich das einmal eins hinkriege. ganz schlimm gesagt, ich bin echt froh, dass ich das einmal eins hinkriege. Also ich halte mich für keinen dummen Menschen, aber in Mathe... nee. So, da kannst du so die Fragezeichen über meinem Kopf, die kannst du noch nicht mal mit einer Hand mehr abzählen, weil es sind einfach zu viele. In Physik, wie gesagt, das klappt. Witzig war aber auch, wir hatten einmal in Physik, das war eigentlich... eine ähnliche oder die gleiche Rechenart wie in Mathe. In Mathe habe ich es nicht verstanden, wie man das rechnet. In Physik habe ich es verstanden und die Lehrer dachten auch nur so, ja, es ist eigentlich, du musst nur andere Sachen einsetzen, du musst nur andere Variablen einsetzen. Und ich dann so, ja, aber in Mathe war es dann so, du kannst A, B oder sonst was einsetzen und in Physik hattest du deine feste Formel. Und irgendwie habe ich das in Physik mehr verstanden als in Mathe. Und ich dachte dann auch so, ja, okay. Ja, nee, mit Mathe freunde ich mich nicht mehr an. niemand sagt, dass du... Also, sagt eigentlich nicht, dass der halt woanders. Also, ich habe mir tatsächlich früher in der Schulzeit ganz oft anhören müssen, ja, wenn du das nicht verstehst, dann bist du sowas von dumm. Und das musste ich mir in einer Tour anhören. Und ich dachte auch immer so, ey, es kann halt nicht dein Mathe-Genie sein. So, dafür war ich halt in Deutsch gut und habe halt relativ gute Aufsätze geschrieben, wo dann andere gesagt haben so, hä, wie machst du das? Ich so, ja, weiß ich nicht, ich schreibe halt einfach drauf los. So, ich habe mir dann die großartig Gedanken drüber gemacht, ich habe einfach drauf losgeschrieben, meine Aufsätze da fertig gemacht und dann war gut. In Mathe habe ich mir den Kopf drüber zerbrochen, wie muss ich da jetzt am besten, ne, rechnen? So, ich gehörte sogar noch zu der Fraktion, die dann tatsächlich an den Fingern abzählen musste, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und ich habe mich jahrelang wirklich für geschämt. Mittlerweile, mein Gott, ich bin halt eine gute Mathe. Ist halt so. Das wird sich nicht ändern. Ich habe wirklich mein Bestes getan, in Mathe eine halbwegs gute Note zu kriegen. Ich glaube, das Beste, was ich mal hatte, war eine 3. Aber, ja, ne? Wer hat das gesagt? Lehrer oder Schüler? Lehrer und Schüler. Lehrer und Schüler. Also ich hatte in der 8. und 9. Klasse eine Mathelehrerin, die hat eigentlich jeden zu Sau gemacht, der Mathe nicht verstanden hat. Also die stand tatsächlich vor der Klasse und hat dann nur gemeint so, wer das nicht verstanden hat, der ist echt einfach nur dämlich und dumm und hat in seinem Leben überhaupt nichts greift. Und wir, die tatsächlich in der Arbeit damals eine 5 geschrieben haben, saßen dann nur so und dachten so, ja, aber, ne, ich meine, einige von uns haben gelernt, manche haben es vielleicht auch verdient, aber zum Beispiel, es kommt dann immer drauf an, wie der Lehrer etwas erklärt. Wenn der Lehrer zum Beispiel es richtig gut erklärt, dann verstehe ich es auch. Wenn, wie diese Frau zum Beispiel, die hat da gestanden und die wollte einem auch nichts erklären. Wenn man dann nachgefragt hat, hieß es so, nee,
sie dürfen jetzt keine Fragen stellen. Und wir dann so, ja, aber wir verstehen es nun mal nicht. Ja, dann müssen sie dem Unterricht folgen und nicht reden. Ich so, ja, aber ich habe ja nicht geredet. Ich habe ihnen eine Frage gestellt. Könnten sie mir eventuell darauf antworten? Ich meine, dazu sind ja Lehrer da, dass man antwortet. Ja, das wollte die Frau nicht so ganz begreifen. Ich hatte jetzt nicht Probleme mit Worten. Erst nach der Schule hat es sich herausgestellt, dass ich an Legasthenie leide. Ich leide zum Beispiel, habe halt auch eine Legasthenie. Ich leide da genauso drunter, aber nicht. Ich habe es mir halt irgendwie selbst dann beigebracht. Ich sollte damals in Therapie. Meine Eltern haben sich damals geweigert. Und ich habe das halt überhaupt nicht verstanden. Die Lehrer haben meine Eltern immer drauf angesprochen und ich dann doch so, ja, aber, ne? Ja, ist das jetzt was Schlimmes? Und die ersten Jahre, Gott, die waren echt grausam. Rechtschreibung und Grammatik, die waren unterirdisch. Und irgendwann, dadurch, dass ich mehr gelesen habe, dass ich dann auch selber mal Geschichten geschrieben habe, hat sich das halt gebessert. Es ist immer noch nicht perfekt, aber ich kann zumindest Texte schreiben, ohne dass ich mich verschämen muss, dass da halt mal Fehler drin sind. Ich meine, Fehler können immer passieren. Aber ich habe tatsächlich auch noch Phasen, wo ich mir dann so denke, so wie wird dieses Wort jetzt geschrieben? Und denke 30.000 Mal darüber nach, so, wird das jetzt so ausgesprochen, wird das so ausgesprochen, wird das so geschrieben, wird das so geschrieben? So, und manchmal vergeht das sogar eine halbe Stunde und ich denke da immer weiter drüber nach. So, wo ich mir dann auch denke, so, du schreibst das Wort eigentlich jeden Tag und trotzdem weißt du es gerade nicht. So, ne? Einfach nur blöd. Wie viele hat diese Lehrkraft, diese viele Wunschungen gestärken? Einfach nicht. Wenn die meisten leider nicht verstehen, ja. Ja. Also ich hatte echt viel Glück mit meinen Lehrern, aber ich hatte halt auch so das eine oder andere Mal Pech. Also die Zeit von der 5. bis zur 9. Klasse war für mich purer Horror in der Schule. Das war so mit die schlimmsten Erlebnisse, die man als Kind wirklich erleben kann. Die Lehrer haben halt auch nie gesehen, wenn zum Beispiel ein Kind geärgert wurde, gemobbt oder sonstiges. Das haben die Lehrer nie gesehen, die haben absichtlich weggeguckt. Und du dachtest ja auch so, hallo? So, ab der 10. Klasse war alles super. Also ich glaube, die 10., die hat so viel Spaß gemacht. Da hat es mir dann echt leid getan, dass dann die Schule vorbei war. Aber heute bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, wie die Schüler jetzt mit Homeschooling klarkommen müssen und es da auch welche gibt, die das überhaupt nicht verstehen und keiner da ist, der mal so helfen kann. Gott, es tut mir echt leid für die Kinder. Aber ist halt leider ja so. Aber ja, muss man halt das Beste draus machen. Jo, kann ich mit dir eigentlich noch irgendwas machen? Du hast mir ja beim letzten Mal nicht wirklich. Nee, mit dir können wir immer noch nichts anstellen. Alles wächst. Ich hau mich nun hin. Okay, schlaf schön. Und danke für deine ganzen Sound-Alerts und dass du mit dabei warst. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Nacht und bis zum nächsten Mal. In what state? Soll ich dir noch mal kurz hochkommen, oder? Lieber nicht. Also diesmal hat es nicht geklappt. Diesmal habe ich genau reingeguckt. Noch mal zum Erschrecken, zum Abschied. Okay. Hätte ich aber gemacht. Ich möchte wieder zurück. Dann hoffe ich, dass ich dich nachher nicht wecke, wenn ich hochkomme. Oder Cleo wecke. So, ist jetzt unser Druidenfuzzi, unser anderer hier? Ich weiß es immer noch nicht. Kannst du irgendwas zu sagen? Was gibt's? Okay, es war also doch vorhin der Druide, den ich gesucht habe. Er hatte einfach nur noch nichts zu erzählen. So, okay. Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt.
Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orans. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. 500 Orans. Jetzt haben wir über die Sternplan oder ein paar Wochen Zeitlust. Also ich würde mal sagen, wir schreiben einfach mal die Tage. Und ich würde erstmal sagen, wir reden über Discord so ein bisschen. Und dann können wir das alles in Ruhe besprechen. Mit Stardew Valley. Also im Plan steht tatsächlich noch nicht. Also ich habe jetzt meine festen Streaming-Tage. Können natürlich auch abweichen, je nachdem wie Zeit und Lust und Laune ist. Also die bis auf sonntags sind an Dienstag, Donnerstags und Freitags könnte man das tatsächlich mal machen mit Stardew Valley. Insofern da halt auch von deiner Seite aus Zeit ist. Oder ansonsten kann ich halt auch mal einen Samstagstream oder so machen. Da würde ich mich dann ganz nach dir richten, wie du Zeit hast. Aber ansonsten würde ich erstmal sagen, dass wir die Tage mal schreiben und uns mal im Discord treffen, wenn das okay ist. Und dann können wir darüber in Ruhe quatschen. Können wir irgendwann mal im Discord reden. Ja. Kannst du mich gerne jederzeit anschreiben? Ich bin morgen zum Beispiel den ganzen Tag am PC sein. Sonntag auf jeden Fall ab nachmittags. Und ansonsten halt dienstags, donnerstags bin ich im Discord. Die anderen Tage meistens erst nachmittags, weil ich vormittags auf unseren Welpen aufpasse. Und sie noch nicht stubenrein ist. Und da muss ich leider noch öfters ein Auge auf sie werfen und gucken, ob alles okay ist und ob sie raus muss. Deswegen kannst du mir dann nicht einfach schreiben. Ich krieg das dann auch am Handy mit. Ich habe auch am Handy eine App. Immer mal so für Notfälle, falls meine Mods oder sowas mal was auf dem Herzen haben, damit ich das mitkriege. So. Ja gut. Wenn du es halt für 500 haben willst, dann bitte. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Okay. Das machen Lebt wir später. Wohl. Kein Problem, Isa, habe auch Sprung. Zwei Kinder. Ja, okay. Also wie gesagt, kannst dich jederzeit melden. Ich versuche dann so zeitnah, wie es geht, zu schreiben. Aber wie gesagt, das mit Stardew Valley machen wir auf jeden Fall. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Vor allem, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel auch überhaupt nicht. Das, was ich von gesehen habe, ich finde es einfach nur toll. Vor allem, es erinnert mich halt auch so ein bisschen an Harvest Moon früher. Was ich leider auch nie großartig spielen konnte. Ich habe das immer bei Freunden gespielt damals. Und das, was ich damals davon gespielt habe, war auch cool. Und als dann so die ersten Videos halt von Stardew Valley kamen, dachte ich nur so, okay, ja, doch. Sieht schon cool aus. Macht bestimmt Bock. Und ja, ach, da freue ich mich drauf. So. Jetzt laufe ich hier weiter verwirrt rum. Den Sturm möchte ich ja noch nicht haben. Erstens, weil wir noch nicht alle Steinchen haben, also Sephiroth-Steinchen hier. Und zum anderen, weil es noch gar nicht an der Zeit ist dafür. Aber den ich suche, diesen Jeffen, wo ist der denn? Den wird ja von Stardew Valley auch entfernt von Harvest Moon, aber ihm fehlten gewisse Sachen und daher hat er sich sein eigenes Spiel gemacht. Oh, echt? Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber hätte ich mir fast denken können. Hätte ich mir echt was denken können. Ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich so an sich. Viele sagen ja, es ist besser als Harvest Moon, so die Älteren. Bin mal gespannt, ob die Leute da recht haben.
weil, oh Gott, wie lange ist es her, dass ich Harvest Moon gespielt habe? Ich glaube, da war ich 9 oder 10. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal Harvest Moon gespielt. Ist das meiner Meinung nach okay? Oh, ich freue mich drauf. So quasi sitze ich auf heißen Kohlen, aber wie gesagt, so für den Stream hat das echt Zeit. Das ist das Gute am Streamen. Man hat halt wirklich so, man kann das alles gemütlich und in Ruhe machen. Sich Zeit lassen. Kann das auch ruhig mit anderen machen, ohne dass man halt Zeitdruck hat. Ich habe mehrere gespielt und Stardew Valley ist locker 10-mal besser. Okay, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn, was ich damals gespielt hatte. Das interessiert mich jetzt gerade, weil ich nicht mehr weiß, wie der Teil hieß. War auf jeden Fall ein Konsolenspiel. Das weiß ich noch. Dieser Moment, wenn man es einfach nicht findet. Dann auf der PS1, ja. Aber wie hieß der nochmal? Manchmal ist man in echt. Back to Nature. Back to Nature. Den habe ich gespielt. Den habe ich mir damals nämlich ausgeliehen. Weil das war ja damals die einzige Konsole, die ich besessen habe, die PS1. Und den habe ich, sofern nichts kalt konnte, ich konnte mir das ja nicht immer ausleihen, rauf und runter gespielt. So. Ja, aber das ist doch nicht für... Ich bewahre... Ja, aber hier... Der ist doch hier nicht. Bin ich gerade blind, oder? Das auf der PS1 habe ich auch gespielt und das war grauenvoll. Echt? Fandest du? Also ich fand's... Ja gut, wie gesagt, ich habe ja damals nicht großartig viel gespielt davon. Also ich fand's tatsächlich gut, aber ich hatte halt auch keinen Vergleichswert. Ich kannte die anderen Teile nicht. Wo bist du denn? Da hinten. Angeblich. Aber hier hinten ist keiner. Jarvan, der Unsichtbare. Der unsichtbare Jarvan. Muss ich jetzt zu einer bestimmten Zeit wieder hin? Befürchte es fast. Gut, aber schlafen kann ich hier noch nicht. Aber zumindest nicht bei dem Typen. Ich kann Yevhen nirgendwo finden. Jetzt. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich hab keine Ahnung. Na, was Moon Back to Nature 12 fandest, wirst du nach PS1 hast Moon Back to Nature kein anderes Fernkämpfen spielen wollen. Na, bin ich mir gar nicht so sicher. Also dadurch, dass halt mein Interessengebiet, was Spiele angeht, so breit gefächert ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mir andere echt auch noch besser gefallen würden. Also das ist damals, wo ich mir zum Beispiel mit Final Fantasy angefangen habe und viele dann halt gesagt haben, nach gewissen Teilen so, ja, die alten würdest du gar nicht mehr spielen wollen, weil die sind halt einfach nur scheiße ab dem und dem Teil. Ich habe dann die alten tatsächlich nochmal gespielt und ich fand sie teilweise sogar besser als die heutigen Spiele. Dann aber manche halt auch wieder gleich gut. Also ich glaube, wenn ich dir mal eine Spielesammlung zeigen würde, da ist so viel... Ich glaube, das meiste spiele ich nie in meinem Leben, aber ich besitze es einfach. Und ich glaube, bei Harvest Moon wäre es genauso. Ich würde es auf jeden Fall besitzen wollen. Manche Spiele davon werde ich wahrscheinlich abgöttisch lieben und manche würde ich sagen, ach, nee, komm, weg. Weg aber haben wollen.
ich weiß gar nicht, ich habe auch ein ultra schlechtes Spiel noch bei mir drin. Ich glaube, das war für PS2. Ich glaube, Myst 3. Das war ein Point-and-Click-Spiel für die PS2. Was ich mir dabei gedacht habe, dieses Spiel zu kaufen damals, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das war der Fehlkauf schlechthin. Aber ich besitze es immer noch. Ich konnte es tatsächlich nicht übers Herz bringen, dieses Spiel zu verkaufen, obwohl es so grauenvoll war. Es war einfach so grauenvoll. Ich liebe Point-and-Click-Spiele, aber das war... Niemals wieder. Niemals wieder. Hallo Siegfried. Ich habe auch was mit einem Werfstärke gespielt. Und danach gut. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Ja. Also bis auf 6. Also Teil 6 habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. 5 auch nicht. 1 bis 4 habe ich gespielt. 7 bis kurz vorm Bosskampf. Also bis vom Endkampf. Da habe ich dann aber damals aufgehört. 8 habe ich nicht gespielt. Was ist das denn? 9 bin ich auch bis fast zum Ende gekommen. 10 habe ich durchgespielt. 10-2 habe ich durchgespielt. 12 habe ich durchgespielt. 13 fast. Und danach lichtet sich das Feld auf jeden Fall. Danach habe ich gar keins mehr durchgespielt. Leider. Na gut, 15 habe ich ab in die Ecke geschmissen. Ich würde es im Stream und fürs Let's Play würde ich es nochmal spielen, aber privat Final Fantasy 15. Würde ich mir nie wieder antun. Ich finde das Spiel echt, wie gesagt, meine persönliche Meinung einfach grottenschlecht. Was er sich bei Teil 15 gedacht hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Dafür finde ich aber das Final Fantasy 7 Remake geil. Ich befürchte nur, dass es so lange dauern wird, dass es irgendwann gar nicht mehr für PS4 erscheinen wird. Das ist meine größte Sorge. In die PS5 kommt man ja eh nicht ran. Deswegen habe ich die Hoffnung bereits aufgegeben. Jo. Siegfried, was läufst du denn einfach weg? Ah, Geralt. Beim ewigen Feuer. Es ist schön, euch zu sehen. Was hast du denn? Das neue FF7 soll im April für Steam kommen. Echt? Also, Remake habe ich ja auf PS4. Das habe ich ja schon gespielt, aber es fehlen ja noch die anderen Episoden leider. Also die anderen Teile dazu. Aber wenn das auf Steam kommen soll, okay. Würde ich sogar nochmal spielen wollen. Würde ich mir sogar nochmal kaufen. Das ist auch... Oh, das ist so schlimm bei mir. Spiele, die ich tatsächlich schon auf Konsole habe, würde ich auch immer nochmal auf dem PC haben, sobald es die gibt. Das Einzige, wo ich halt mit mir hader, ist die Kingdom Hearts Reihe, die ja jetzt auch auf PC kommen soll bei Epic. Ich finde, das hätte nicht sein müssen. Nee. Kingdom Hearts war schon immer ein Konsolending, dass man jeden Scheiß auf den PC bringen muss. Für die, die es nie auf Konsole spielen wollen, ist es natürlich gut. Dann können sie es jetzt spielen, aber... Nee. Irgendwie kann mich noch nicht ganz mit anfreunden. Weil ich es über Jahre halt einfach so für Konsole gesammelt habe, da möchte ich es, glaube ich, einfach nicht für PC haben. Bei Final Fantasy ist das was anderes. Aber Kingdom Hearts... Nee. Lebt nein. Wohl. Nein. Siegfried, bleib bei mir. Was ist passiert? Ein Echinopsdorn peinigt mich unter der Beinschiene. Ich kann nicht mehr laufen. Wir suchen nach dem Golen Totenacker. Irgendein Narr möge die ewige Flamme die Dunkelheit seines Geistes erhellen, faselte was von Stechmücken und Golems. Dann erwischte mich dieser verfluchte Dorn. Ah! Die Wunde muss versorgt werden. Keine Zeit für Banalitäten. Auf dem Golem-Totenacker sind Elfen und Hafkas dabei, Handel zu treiben. Mein Befehl lautet, die Hafkas und die Eichhörnchen auf einen Schlag zu eliminieren. Wir sollten der Hydra mit einem Streich alle Köpfe abschlagen. Sieht so aus, als hätte die Hydra eine Atempause bekommen. Es war ein direkter Befehl vom Großmeister.
Helft mir, ich ernenne euch zum Kommandeur meiner Einheit. Och, nö. Ich bin Hexer, kein Soldat. Genau deswegen. Ich glaube an euch, Geralt. Nichts geschieht ohne Grund. Das ewige Feuer hat euch Ehre und Verantwortung übertragen. Bleibt auf dem Teppich, Siegfried. Wir brauchen eure Unterstützung.